Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks und vor allen Dingen ihr Freunde des Laufsports. Hier ist euer Fachwerker und ich bin mal wieder live in meinem kleinen Studio für euch mit einem neuen Spezialthema. Und zwar heute wirklich speziell für meinen Kanal ein Videotutorial über den Hermannslauf. Ja, viele werden sich jetzt fragen, Alter, Hermannslauf, was hat denn das hier mit Altbausanierung und Fachwerksrestaurierung und so weiter zu tun? Natürlich jetzt an der Stelle erstmal gar nichts, aber ich realisiere mir gerade mit diesem Video einen kleinen Traum, den ich schon lange hege und pflege sozusagen, weil ich den Hermannslauf jetzt dieses Jahr zum 11. Mal mitgemacht habe und ja, ich bin auch tatsächlich angekommen, hurray, ne, trotz meiner Baustellenarbeit hier. Und was ich schon immer mal machen wollte, war ein Videotutorial über den Hermannslauf. Leider hat das in den letzten Jahren immer daran gehapert, dass ich nicht das richtige Videomaterial, also das Video-Equipment da zur Verfügung hatte, um sowas zu realisieren, weil was brauchst du letzten Endes? Brauchst du eine sehr vernünftige Action-Cam und Kopfhalterung etc. und ein bisschen Konzept, wie du das Ganze umsetzen willst. Plus, dass du natürlich den Hermannslauf läufst. Ne? So. Und das hat sich nie so richtig ergeben. Dann war auch mal, ich hatte das mal zweimal probiert schon mit alten Action-Cams, die jetzt von den Aufnahmen auch nicht so dolle waren. Das war aber alles nichts, da war das Wetter scheiße und das war alles Müll. Dieses Jahr war das phänomenal. Erstmal war dieses Jahr sowieso ein Ausnahme-Hermannslauf, das werden ja viele wissen. Der Hermannslauf fand dieses Jahr zum allerersten Mal im Oktober statt. Normalerweise ist der immer im April. Und das ist schon mal sehr außergewöhnlich. Dann auf wegen Corona-Bedingungen ist das Teilnehmerfeld auch ein ganzes Stück kleiner gewesen, also weit unter der Hälfte. Wir waren dieses Jahr jetzt 2000, lass mich lügen, 2700 Starter. Normalerweise Hermannslauf sind das über 7000 Läufer, die da mitmachen. Das ist also eine ganz andere Gänsehautnummer, sage ich jetzt mal, als jetzt dieses Jahr. Das war jetzt fast schon mehr eine familiäre Geschichte. Was allerdings ein bisschen schade ist, und da auch ein kleiner Hinweis an die Zuschauer, die das jetzt hier sehen, vielleicht als Vorbereitung für ihren ersten Hermannslauf. Wenn ihr gleich die Zeitraffer seht und die Strecke seht und mal so ein bisschen auf die Zuschauer achtet, dann könnt ihr bei den Zuschauern locker überall, egal wo ihr sie stehen und sehen, immer locker Faktor 3 draufrechnen. Weil natürlich logisch jetzt der Hermannslauf dieses Jahr wirklich ziemlich klein war. Wenig Starter und dadurch auch wenig Zuschauern. Also ich habe es ja nun schon ein paar Mal mitgemacht und kann das deswegen ganz gut beurteilen. An einigen Stellen, da waren höchstens ein Drittel der Zuschauer, die da sonst waren. Und manchmal sogar, wenn jetzt gutes Wetter war, dann würde ich sogar tendenziell sagen, war das teilweise nur ein Viertel der Zuschauer, die man jetzt hier in diesem Video sieht. Ein Vorteil hat das natürlich, dadurch, dass jetzt so wenig Starter dabei waren, konnte ich relativ gute Aufnahmen von der Strecke machen. Ganz besonders, weil wir auch so phänomenales Wetter hatten, das muss man auch sagen. Deshalb ist das schon ein perfektes Video geworden aus der Sicht. Und ja, ich habe das jetzt für euch in einem kleinen Zeitraffer zusammengepackt. So knapp eine halbe Stunde, glaube ich, ist das jetzt lang, der gesamte Lauf. Ich habe an einigen Stellen das in Echtzeit gespielt, anderen Stellen dann wieder in Zeitraffer komprimiert. Habe euch so ein bisschen die Abschnitte mit, das seht ihr auch hier in den Videokapiteln, das sind immer die jeweiligen Abschnitte auf der Strecke und werde euch gleich immer mal so ein bisschen was erklären aus der Sicht eines Läufers, was an speziellen Stellen wichtig ist, wenn man jetzt vor allen Dingen den Hermannslauf als Anfänger startet oder wo man generell darauf achten sollte, wenn man jetzt den Hermannslauf mal überhaupt erstmal angehen möchte. So, dann würde ich sagen, dann springen wir gleich erstmal zum Start, wie das Ganze ausgesehen hat. Ich habe dieses Jahr in Startgruppe C gestanden, das war die dritte Startgruppe von insgesamt vieren. War aber auch okay. Was hatte ich jetzt als Zielzeit nur so zur, damit das einordnen können? Das waren jetzt 3 Stunden 4 oder so habe ich gebraucht. War jetzt auch nicht phänomenal. Aber auch da wieder die Vorbereitung war natürlich jetzt ein bisschen das Problem. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich hier immer relativ viel zu tun habe mit meinem Häuschen. Ne, wer es noch nicht kennt, der kann ja mal in das Tagebuch reinschauen. Wie gesagt, das Laufen ist bei mir jetzt tendenziell ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Jahren. So, von daher bin ich da schon ganz glücklich mit, auch wenn ich schon mal schneller war. Aber solche Zeiten kommen bestimmt irgendwann mal wieder. Und ja, dann zeige ich euch den Zeitraffer. Und am Ende sehen wir uns auch nochmal hier im Studio. Ja, also jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Anschauen. Noch 15 Sekunden. Wir zählen die letzten 10 zusammen runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los! So. Die Gruppe A. Auf den Weg.
Ja, und so startet ein jeder Hermannslauf traditionell zu den Klängen von AC/DC's Highway to Hell. Muss ich nur leider jetzt tontechnisch hier rausnehmen, wegen Copyright und so hier bei YouTube geht das leider nicht. Aber ich kann euch sagen, Leute, der Start ist immer phänomenal geil. Jetzt sind es ja leider nur 2700 oder was Läufer anstatt 7000. Dadurch sind die Startgruppen natürlich relativ klein. Die Gruppe A waren, glaube ich, irgendwie nicht mal 500 Läufer oder was. Dann 7 Minuten später startet dann die Startgruppe B. Ich bin jetzt hier in der Startgruppe C. Die startet jener nochmal 7 Minuten später. Und so ist das Ganze schon ziemlich entzerrt. Ne? Und ich glaube, die Startgruppe D, die noch hinter uns steht, die ist dann nochmal 7 Minuten später dran. So, die Zeitmessung beginnt immer, wenn man über die Ziellinie läuft. Ja? Das ist also im Prinzip vollkommen egal, ob man weiter hinten oder weiter vorne ist. Da diese Matte, sobald man diese beiden Matten übertreten hat, beginnt praktisch die Zeit für individuell für jeden Läufer. So, und damit geht's los. Der Hermannslauf geht ab, zuerst einmal bergauf, aber nur ein kurzes Stück, und dann geht es eigentlich die ganze Zeit im Sinkflug, sage ich mal, erstmal rund um das Denkmal. Auch hier ist es sehr eng am Anfang, weil viele noch auf die Bremse treten. Da muss man immer so ein bisschen gucken, das ist dann sehr, sehr eng und so, das, wie ihr seht, aber sobald man am Denkmal rundum ist, dann geht's den Berg runter. Hier hat man eine breite Straße, hier lässt es sich wesentlich besser laufen, auch in engen, vollen Gruppen, sage ich jetzt mal. Allerdings geht es tatsächlich schon steil bergab. Man muss also schon auf diesem Asphalt sehr hart bremsen, was schon den ein oder anderen Muskel schon etwas interessant belastet. Da muss man dann immer gucken. So, weiter geht's hier jetzt in Richtung Heidetal, nennt sich das nächste, die nächste Station. Sehr gefährliches Stück. Also hier sind sehr viele Steine, sehr viele Furchen und sonst irgendwas. Hier muss man sehr konzentriert auf den Boden schauen. Vor allen Dingen auch, jetzt hier ist es schon ziemlich entzerrt. Normalerweise läuft man hier wirklich Hacke an Hacke und muss höllisch aufpassen, dass man dem Vordermann nicht hinten in die Schuhe läuft oder dass einer stolpert, weil wenn hier einer stolpert, dann kann das schon durchaus böse Verletzungen geben und man kann sich hier auch sehr schnell den Knöchel verdrehen, umknicken, sonst was. Also dieses Stück muss man sehr, sehr konzentriert sein. So, dann ist man im Heidetal unten drin. Man sieht ja auch am Höhenprofil, man ist jetzt erstmal im Tal praktisch angekommen. Hier geht es jetzt so langsam in so einem ganz leichten Trab bergauf, ne, zum ersten Mal jetzt im Hermannslauf. Man sieht da hinten schon so ein kleines Hügelchen. Hier geht es jetzt langsam los, also so ein kleiner Hügel. Hier muss man jetzt gucken, dass man sich schon einsortiert, dass man möglichst keine langsamere Gruppe mehr vor sich hat. Das war jetzt in diesem Fall, in diesem Jahr relativ einfach. Interessant wird das nämlich jetzt an dieser Kurve. Hier geht es links ab gleich auf so einen kleinen Pattweg. Und das ist so eine Art Geheimtipp. Ne? Ihr seht, die meisten Leute laufen geradeaus. Das sind die meisten Leute offenbar Leute, die diesen Weg nicht kennen, also Neulinge. Weil ihr rechts, wenn ihr auf dem Normalweg bleibt, müsst ihr auf Sand laufen. Ziemlich unangenehm. Ja. Und dieser Weg hier ist ein befestigter Waldweg. Hier kann man im Prinzip super laufen. So, und das ist hier meistens dann immer so ein Gänsemarsch. Und da ist es natürlich ärgerlich, wenn man dann vor sich welche hat, die langsam laufen, die eine langsamere Pace laufen als man selber, weil man da im Prinzip nicht überholen kann. Deswegen muss man sich vorher ein bisschen sortieren. War jetzt dieses Jahr nicht so das Problem. Für mich eine Premiere. Ich bin noch nie auf diesem Weg alleine gewesen. Ziemlich cool. So, hier seht ihr auch den Sandboden. Interessante Erfahrung. Auf dem Sand den Berg hoch. Und das ist eigentlich jetzt die erste richtige Steigung, der sogenannte Allberg, beziehungsweise das ist der Sattel zwischen dem Allberg und dem großen oder kleinen, nee, der große Eberg. Und ja, da geht es jetzt zum ersten Mal richtig hoch, die ersten Höhenmeter und dazu auch dankbarerweise ein bisschen Musik. Wie ihr hört, ziemlich cool, da ist immer so eine, ich weiß nicht, ob das eine Kirchentruppe ist, ziemlich geil, die machen da immer, jedes Jahr stehen die da mit ihren Instrumenten und spielen wunderbar Musik, während man hier die erste Verpflegungsstation erreicht, nach so 5,5 Kilometern. Da gibt es allerdings nur Getränke, ne? Die Essensgeschichten, die kommen erst später, die braucht man auch nach 5 Kilometern noch nicht, ne? Das ist ja auch irgendwie klar. So, ich würde auch empfehlen, hier immer ein Getränk zu ziehen, weil es jetzt erstmal den Berg hochgeht und je nach Wetter, wenn es jetzt richtig warm ist, dann kommt man hier auch schon definitiv ins Schwitzen. Da muss man schon so ein paar Höhenmeter machen. Das ist eigentlich jetzt ein klassischer Waldlauf. Man läuft einfach nur auf der Boden ist relativ vernünftig, befestigt, manchmal ein bisschen sandig und so weiter. Bei Regen kann es auch ein bisschen matschig sein, aber ihr seht ja, ist eigentlich relativ ordentlicher Boden. Kann man gut drauf laufen, aber es geht schon die ganze Zeit bergauf. Und das ist dann je nach persönlichem Trainingsstand auch durchaus anspruchsvoll. Vor allen Dingen muss man hier schon seine Energie ein bisschen einteilen. Wie sagt man, die Körner sparen. Um hier diesen Berg hochzukommen und gleichzeitig nicht zu viel Energie zu verbrauchen, weil ihr seid hier erst bei Kilometer 7 und da kommt noch so einiges, Freunde, das kann ich euch versprechen, da wird der Hermannslauf nämlich jetzt im Verlauf erst noch so richtig lustig.
von der Breite her kann man hier ganz gut laufen. Ich sage ja, normalerweise ist es voller und das geht eigentlich ganz gut. Ne? Hier so weit, so gut. Ne? Man kommt jetzt so langsam in Richtung Panzerbrücke. Das ist jetzt letzten Endes die nächste Station oder nächste interessante Station. Jetzt hier auf dem Schotter kann man ebenfalls ganz gut laufen. Der ist jetzt nicht ganz so grob. Und jetzt ist man wieder auf Asphalt. Jetzt geht es nämlich runter zur Panzerbrücke. Das ist die erste richtig coole Stelle, weil an hier stehen richtig viele Zuschauer. Ich nehme jetzt hier den Zeitraffer auch mal einmal raus. Und hier stehen richtig viele Zuschauer. Also auch heute, was ich meine, das ist ungefähr jetzt so ein Drittel, wenn ihr euch das vorstellt. Vom Krach, von der Stimmung und so weiter. Das hier ist ein Hotspot, hier geht richtig was ab. Und was geil ist als Läufer, man kommt halt den Berg so runter, man läuft in diese Zuschauermenge hinein. Dadurch, dass man bergab läuft, kann man auch relativ entspannt sozusagen da langlaufen. Man läuft praktisch die ganze Zeit rechts die Hand ausgestreckt und haut Kinderhände, also klatscht High Fives, Kinderhände ab und so. Normalerweise dieses Jahr, ne, ja, danke Corona, ist das halt alles nicht so cool, ne, aber was soll's. Ne? Also man sieht auch hier, Zuschauer sind zwar hier, aber halt nicht so viele. Ja, so. Aber das hier ist schon normalerweise eine ziemlich coole Stelle, die schon den ersten richtigen Spaß macht. Und das nach gerade mal 8 Kilometern. Ja, das ist also schon cool. Und ja, dann geht es natürlich, wie sollte es sein, wir sind ja schließlich beim Hermannslauf, geht es dann wieder den Berg hinauf. Hier jetzt erstmal auf diesen Asphaltplatten, auch noch relativ sanft. Und geht es praktisch jetzt zur nächsten Verpflegungsstation. Und naja, ihr seht schon, hier ist jetzt wirklich nicht mehr viel los. Da können wir den Zeitraffer wieder einschalten. Und laufen jetzt hier auf der breiten Fläche. Da kann man sich sehr gut sortieren. Ihr seht ja auch hier bergauf. Nehme ich immer ein bisschen Gas raus im Moment. Ne, wie gesagt, Trainingsstand und so. Da sollte man es nicht übertreiben. Dann kommt die nächste echte Verpflegungsstation. Hier gibt es dann auch zum ersten Mal Elektrolyt. Ne, das ist ja auch mal manchmal wichtig, je nachdem, wie man sich jetzt so das Rennen einteilt, was man jetzt trinkt. Trinke ich Wasser, trinke ich Elektrolyt, trinke ich Tee, ne, das muss man dann immer wissen. Sollte man im Vorfeld immer schon wissen, was man nimmt. Also ich nehme jetzt an dieser Stelle schon Elektrolyt. Und dann geht es im Prinzip auf ein relativ entspanntes Stück. Ja, es geht jetzt noch leicht bergauf erstmal. Da oben biegen wir gleich irgendwann ab und dann geht es sozusagen an diesem Truppenübungsplatz Senne entlang. Den kann man auch sehen, wenn man dann nach links rausschaut. Jetzt hier ist es natürlich aus dem Kamerawinkel nicht so zu sehen. Aber das ist eine sehr entspannte Stelle eigentlich vom Hermannslauf. Da kann man einfach laufen, kann es ein bisschen locker angehen lassen. Es ist fast waagerecht, ne? Es geht nur so minimal. Es geht mal ein bisschen bergab, mal ein bisschen bergan, aber nicht wirklich signifikant. Sodass man das sehr schön genießen kann, dieses Stück zum Entspannen, so den Puls wieder ein bisschen runterkriegen, so ein bisschen die eigene Mitte finden, sage ich mal, die eigene Pace einhalten. Und man muss im Prinzip dieses Stück zur Entspannung nehmen, weil danach geht's eigentlich so richtig los und dann fängt auch der Hermannslauf an, seine Zähne zu zeigen, weil dann kommt so ein Highlight nach dem nächsten. Und mit Highlight meine ich jetzt kein Fest für die Augen oder sowas, sondern tendenziell eher solche Highlights, wo sich die Muskeln auch nach 3 Tagen noch dran erinnern, Freunde. Ja, so und deswegen, also das ist jetzt hier noch ein relativ flaches Stück. Man sieht, es geht mittlerweile auch so ein bisschen zwischendurch mal bergauf. Das ist eigentlich grundsätzlich aber noch ein relativ einfaches Teil hier. So, jetzt geht's, ich blende es hier ein, zur Stapellagerschlucht. Das ist jetzt praktisch, naja, die Anfahrt, ne? Also der Weg dahin. Da sehen wir jetzt gleich auch, also hier, man sieht ja auch hier unwahrscheinlich, wie viele Bäume hier gefällt wurden. Also ich habe auch diese Etappe kaum wiedererkannt. Kommt später, seht ihr das auch nochmal, also Wahnsinn, wie viele Bäume hier diesem Borkenkäfergedönse da zum Opfer gefallen sind, unfassbar, ne? Also hier ist man eigentlich früher durch dichten Wald gelaufen, auch später noch an einigen Stellen. So, jetzt kommt jedenfalls gleich, jetzt biegen wir gleich nochmal ab und dann geht's runter in die Stapellagerschlucht, genau, und da ist dann die nächste Verpflegungsstelle. Hier ist es sehr eng, eben habt ihr noch gesehen, hier ist es sehr eng und das ist auch eine sehr komplizierte Verpflegungsstation, also jetzt fällt das nicht so auf, weil es so wenig Läufer sind, aber bei einem gewöhnlichen Hermannslauf mit 7000 Läufern, da ist es an dieser Stelle wirklich extrem eng. Eben den Anweg habt ihr gesehen, der war sehr schmal, da konnte man gerade mit 2 Leuten nebeneinander laufen. Auch hier diese Verpflegungsstation, ziemlich eng, ziemlich kurz. Und hier kommt es immer wieder zu Staus, ne? Weil dann Leute sich einen Becher nehmen und dann erstmal stehen bleiben oder irgendwie sowas. Ne? Das ist immer etwas ungünstig. So.
Nachdem wir dann durch die Schlucht durch sind, kann man jetzt sagen, ist das der Weg zum Tönsberg. Der liegt bei 15 Kilometern, das heißt, da habt ihr jetzt hier noch so 1,5 Kilometer. Ich empfehle auch, dieses Stück ist relativ easy peasy, es geht ein bisschen bergauf, aber nicht wirklich steil. Und ihr seht auch, der Boden ist sehr vernünftig, kann man gut laufen. Und man sollte hier um Himmels Willen ein bisschen Kraft schöpfen, also jetzt nicht Vollgas runterpreschen, sondern gerade diese Ecke hier fängt es nämlich jetzt schon wieder an, leicht bergauf zu gehen. Hier sollte man nicht zu steil gehen, hier sollte man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man den Puls runterhält, dass man es nicht übertreibt, weil jetzt kommt der Tönsberg. Und der, Freunde, hat es wirklich in sich. Das ist so der erste wichtige Punkt im Hermannslauf, wo sich die Spreu vom Weizen trennen darf. Hier geht es richtig bergan, das kommt jetzt hier in dem Video nicht so richtig rüber. Wer das nicht glaubt, der kann da einfach gerne mal selber hochlaufen. Das ist schon wirklich anstrengend. Und ich meine, man hat hier 15 Kilometer immerhin schon in den Knochen. Das ist jetzt auch ein bisschen mehr als eine Runde ums Haus. Und das ist schon anstrengend. Also hier, ihr seht ja jetzt, ich bin in der Startgruppe C jetzt gestartet. Das sind in der Regel alles Leute mit Ambitionen um 3 Stunden, ne? Plus, minus. Und in der Regel gehen die Leute hier hoch, weil wenn du einen schnellen Schritt machst, einen vernünftigen schnellen Schritt, also ich jogge noch so ganz leicht, ihr seht es ja vielleicht an der Bewegung, ich jogge noch so ein bisschen, weil für mich ist dieser Tönsberg immer so ein bisschen eine Performance-Messung. Wenn ich es schaffe, hier hochzulaufen, dann weiß ich, es geht heute einigermaßen, ne? Das ist mehr so eine persönliche Performance-Messung hier. Und wenn ich hier schon merke, auweia, mir geht die Puste aus, dann weiß ich, dieser Hermannslauf wird ziemlich lustig. So, und ihr seht ja, zwischendurch wird es mal ein bisschen flacher, aber es wird dann auch wieder richtig steil, ne? Und man ist richtig froh, wenn man dann hier oben angekommen ist, weil dann geht es erstmal locker flockig, auch relativ landschaftlich schön über wieder ganz normalen Waldwegen weiter, ne? Also das ist wirklich dieser Tönsberg, der hat schon in sich, das ist schon, wie gesagt, der erste wirkliche Punkt. Und dann geht es nämlich auch weiter Richtung Oerlinghausen. Man läuft jetzt ja auch auf dem Höhenprofil, sieht man es ja, man läuft jetzt praktisch über diese Bergkuppe, ne? Man ist jetzt oben, das Ganze ist relativ, also so ein bisschen mal hoch, mal runter, also so ein bisschen wellig, aber sehr, sehr schön, ne? Man kann rechts und links, gerade bei so einem phänomenalen Wetter wie heute, kann man wunderbar nach rechts und links schauen, man hat ein bisschen Landschaft, man kann ein bisschen gucken und so weiter. Ist schon ziemlich cool, das macht richtig Spaß. Bei schlechtem Wetter, wenn es stürmt und schneit, dann ist das hier oben weniger cool, weil dann ist das recht ungemütlich. So, und dann merkt ihr schon, hier geht es richtig bergab. Das heißt nämlich, es geht gleich nach Oerlinghausen. Das könnt ihr euch merken, hier vor allen Dingen auch hier, wenn da so die Türmchen kommen und so weiter. Auf dem Asphalt bergab ist auch wieder nicht jedermanns Sache. Sehr hart. Jetzt kommt man hier auf dieses Kopfsteinpflaster. Da empfehle ich, ganz rechts in dieser Regenrinne zu laufen. Ist meistens besser, vor allen Dingen, wenn es nass ist. Dann müsst ihr da höllisch aufpassen, dann ist dieses Kopfsteinpflaster echt gefährlich. So, und jetzt kommen richtig coole Stellen. Das hier ist Oerlinghausen, das ist die Hauptkurve, wo ihr auf die Hauptstraße rumrennt. Hier ist normalerweise Stimmung ohne Ende, Gänsehautfeeling pur. Und heute halt ein bisschen verhaltener das Ganze, leider, leider. Und ihr seht da hinten den gelben Ömmel da, das ist das Zwischenziel nach, in Oerlinghausen, also nach 18, irgendwas Kilometern als Zwischenziel. Und das macht richtig Spaß, hier quer durchzulaufen, durch die Menschenmassen. Hier ist Stimmung, hier ist Musik, deswegen muss ich jetzt leider auch den Ton wieder abstellen. Ne, so, und das macht schon richtig Bock. Das weiß ich auch immer noch aus meinen ersten Hermannsläufen. Also gerade die Anfänger, die das zum ersten Mal machen, die Debütanten oder eben auch die ersten Male, da war ich immer wieder geflasht als Läufer, wie viel hier los ist, wie viel Partystimmung hier ist, Musik, Radau ohne Ende. Und das ist schon wirklich cool, ne? So, weil auch hier muss man sagen, 18 Kilometer hat man da ja schon auf in den Knochen. Und da ist man durchaus schon so ein bisschen kaputt. Da tut das auch schon hier und da weh. Vor allem dieser steile Abstieg hinunter nach Oerlinghausen, der tut schon ganz schön in den Knochen weh. Ja? Je nachdem, wie gut man das vorher trainiert hat, kann es sein, dass man hier schon echt Schmerzen hat. Und dann tut das wirklich gut, wenn so viele Leute dann anfeuern. Wie gesagt, Leute, das jetzt hier in dem Video sind wirklich höchstens ein Viertel der Leute, die hier normalerweise stehen. Also von daher, wer dieses Jahr zum ersten Mal dabei war, ne, probiert das nächstes Jahr nochmal aus, dann geht da richtig was ab. Ne? Wenn dann nicht mehr diese Corona-Auflagen sind, wer weiß. Ne, so. Aber nichtsdestotrotz, Oerlinghausen ist wirklich eines der größten Highlights der Strecke. Und es ist immer ein bisschen schade, wenn man jetzt hier, man läuft hier schon ja so ein paar Minuten lang durch, ne? Wenn man dann rauskommt aus Oerlinghausen, ist es auf einmal wieder so still. Das ist wirklich ganz komisch. Man kommt nämlich dann hier, wie ich es einblende, ins Schorbgetal und hier ist man auf einmal
einmal wieder ganz alleine. So, da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Man ist wieder unter sich und so weiter. Klar, auch wir wieder an einigen Hotspots vereinzelt ein paar Zuschauer. Aber insgesamt ist es dann schon etwas ruhiger. Was jetzt nicht bedeutet, dass die Strecke einen jetzt in Ruhe lässt. Wie ihr auch hier seht, aua, aua, es geht wieder zwischendurch auch mal steil bergauf, bergab. Soll also nicht bedeuten, dass einen die Strecke da nicht ärgern möchte. Ne? Da muss man also auch mal wieder gucken, dass man da sein Gleichgewicht irgendwie wieder findet, ne, in der Pace. Das ist hier nicht so einfach an dieser Stelle. Ne, so, es geht auch hier jetzt im Prinzip noch ein ganzes Stück immer weiter noch bergauf, bergab. Das wird sich so erstmal schnell nicht ändern. Man bewegt sich jetzt nämlich auch so langsam auf den Weg nach Lemmershagen zu. Und Lemmershagen werden einige kennen. Das ist nämlich der Bereich mit den Treppen. Ja, 120, 127, ich weiß nicht, welcher Quelle ich da vertrauen soll. Auf jeden Fall können wir festhalten, einen ganzen Arsch voll Treppen, die man da hoch muss. Und das ist jetzt praktisch der Weg dahin, der Weg nach Lemmershagen. Kann man eigentlich hier sehr gut laufen. Ne? Auch hier wieder überhaupt gar kein Problem. Man läuft auf Asphalt, man läuft auf sehr befestigten Wegen. Also da ist es auch je nach Wetter völlig egal. Das geht hier eigentlich schon. Also das ist daher kein komplizierter Abschnitt. Gemein ist hier links gerade die Hütten. Da stehen da meistens und grillen auch noch. Das tut dann echt weh, wenn man da vorbeiläuft. Die sind da fett am Wurstgrillen und es riecht so lecker und man selber läuft da lang. An diesen Stellen stehen dann oft auch die Bewohner der Häuser und halten dann Wasser bereit, Wasserschläuche. Also wenn es jetzt richtig heißes Wetter ist, dann hat man hier auch die Möglichkeit für eine Abkühlung und so weiter. Also die Leute sind hier immer alle sehr begeistert und sind da voll dabei, was natürlich auch mal ziemlich cool ist. Ne? So, aber auch hier dieses Jahr, seht ihr, ist da nicht viel. Ja, auch da, was soll man sagen, Corona sei Dank, es geht dann leicht bergab und das sollte man nochmal genießen. Als letzter Abschnitt, das ist jetzt hier der letzte Abschnitt vor den Treppen, da sollte man dann sehen, dass man die Muskeln noch ein bisschen runterbringt, dass man den Puls ein bisschen runterbringt, weil gleich wird es nochmal richtig anstrengend. Ne? Das ist noch so ein kleiner Weg, ein kleiner Bergaufabschnitt über die Brücke. Dann kommt eine inoffizielle Verpflegungsstation, die ist von Caroline, ist immer ganz cool, da gibt es leckeren ISO-Drink. Nehmt euch hier auf jeden Fall ein Getränk mit, ja, weil ihr seht jetzt erst, wenn ihr um die Ecke kommt, ob es eventuell Wartezeit gibt. Es ist manchmal so, in den Startgruppen, gerade in den hinteren Startgruppen, staut sich das vor den Treppen. Das ist hier also wirklich ein Engpass. Und dann ist es immer gut, wenn man dann ein Getränk in der Hand hat. Das könnt ihr auf jeden Fall trinken. Weil ansonsten, wenn ihr hier die Treppe hochkommt, habt ihr keine Luft mehr dafür. Das kann ich euch versprechen, weil das ist schon ein bisschen anstrengender. So, ihr seht, jetzt ist ja nicht viel los. Von daher gibt es auf jeden Fall keinen Stau die Treppe hoch. Aber die Treppe, die hat es in sich. Ihr seht ja diese Treppen, also diese Treppenstufen an sich, die machen dann schon mal fertig, weil der Abstand immer unterschiedlich ist, die Höhe ist immer unterschiedlich und es ist einfach unglaublich anstrengend. 120 Treppenstufen und egal, ob jetzt 120 oder 125 sind, wenn du schon 23 Kilometer bergauf, bergab in den Knochen hast, dann ist das einfach richtig übel und das ist übelst anstrengend. Und von daher, wer da hochlaufen kann, ist immer Respekt. Also ich glaube, als ich meinen besten Hermannslauf von der Zeit hatte, da bin ich hier tatsächlich hochgejoggt. Aber das ist schon, da muss man schon echt ein bisschen für trainiert haben. Und das muss man auch wirklich im Training eingebaut haben, dass man mal irgendwie, wenn ihr jetzt trainiert zu Hause für solche Sachen, dass ihr wirklich mal nach 20 Kilometern so einen Scheiß macht. Also irgendwelche Treppen hochlauft und danach aber nochmal weiterlauft. Ne? Hier ist eine coole Abzweigung. Nach rechts können die Muschis laufen, heißt es. Da steht normalerweise ein Schild. Und links, also jetzt, wo ich lang laufe, da laufen die echten Herrmänner lang. Naja, und da ich jetzt schon 10-mal dabei war, zähle ich mich natürlich auch zu den echten Herrmännern. Deswegen muss ich auf jeden Fall diese Treppen auch nehmen. Macht das Leben nicht gerade einfacher, weil das sind nochmal, also das zählen natürlich zusammen, 120 Treppen, aber das ist schon wirklich anstrengend. Ja, so, man sieht es vielleicht oder man hört es vielleicht auch. Ich atme da mittlerweile auch schon ein bisschen schwerer. Man merkt dann, dass ich ein alter Mann bin, werde hier noch von jungen Damen überholt, die dann halt da noch etwas flockiger drauf gehen. Aber auch da wieder, Leute, lasst euch immer nicht von anderen beeinflussen. Ja? Jeder läuft hier sein eigenes Rennen und am Ende muss halt jeder sehen, wie er mit seinen eigenen Ressourcen und seiner eigenen Strategie ins Ziel kommt. Und ja, ich kann nochmal einen Blick zurückwerfen, so ganz kurz, da kann man mal sehen, so ja, das ist schon, ja, es geht schon steil bergauf. So, dann ist man endlich oben, naja, zumindest oben auf diesem Abschnitt, wenn man es mal so sieht. Und was richtig schwierig ist,
ist immer dann wieder loszulaufen. Das kann ich euch sagen, wenn man nach so einer langen Zeit, wenn man dann geht und so weiter und dann wieder loslaufen muss, das ist echt immer schmerzhaft, das tut richtig weh. So, jetzt geht es eigentlich auch wieder über einen landschaftlich ziemlich schönen Abschnitt. Ganz normal vom Boden her alles gut, ne? Ganz normaler Waldboden, ihr seht es ja, nichts Besonderes. Und im Prinzip läuft man jetzt hier über diesen Bergrücken, das ist eine sehr schöne Strecke. Es geht immer noch die ganze Zeit wellig, bergauf, bergab. Ihr seht es ja, da hinten geht es wieder den Berg hoch, zwischendurch geht es den Berg runter. Auch das ist immer schwierig, da die entsprechende Belastung zu finden, dass man eben nicht overpaced und so weiter, wie das immer so ist, bergauf, bergrunter. Dann gehen die Leute den Berg hoch, bergrunter, laufen sie wieder und so weiter. Da muss man halt gucken, auch da wieder, dass man da seinen Rhythmus irgendwie findet, ist hier ein bisschen schwierig. Und dann geht es hoch zum Eisernen Anton, das ist dieser Sendemast, den seht ihr da jetzt, der kommt da jetzt, so, das ist praktisch der höchste Punkt, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist der höchste Punkt. Und von da aus geht es dann auch wieder auf Pflastersteinen, ja, schön den Berg hinunter. Und auch da haben wir es wieder, bergrunter natürlich wieder auf hartem Boden. Hier wird auch wieder Party gemacht übrigens. Auch da wieder leider musste ich die Musik ausschalten. Ja, die haben da richtig geil Mucke gemacht. Das war richtig cool. Wer auch immer das war, wenn ihr das Video guckt, richtig geile Nummer, Leute. Ich habe mich voll gefreut. Das war richtig geil. So, und dann geht es hier den Berg runter. Und man sieht so langsam auch schon Bielefeld. Ne? Das macht einen da schon so ein bisschen Hoffnungen, sage ich jetzt mal. Dann ist man hier in der nächsten Verpflegungsstation. Auch hier. Die ist jetzt schön langgezogen, wie man sieht. Da sind mehrere Möglichkeiten, da sich Gedönse abzuholen, Obst und so weiter. Und hier gibt es auch sogar Cola. Ich weiß nicht, schreibt es mir in die Kommentare, wer zur Hölle trinkt denn Cola beim Hermannslauf und warum? Also, naja, vielleicht als Kohlenhydrate, ich weiß nicht, sind überhaupt genug Kohlenhydrate drin? Also da ist besser, ihr fresst eine Banane. Ja? Jedenfalls hat man dann so langsam auch schon die ersten Häuser von Bielefeld im Blick und es wird einem dann bewusst, der Weg zurück ist auf jeden Fall weiter als der Weg nach vorne bei etwas über 25 Kilometern. Kommt aber dann nochmal eine richtig böse Stelle und das ist hier die Osningstraße. Das ist mein persönlicher Endgegner. Ihr kommt um diese Ecke und was seht ihr? Eine Treppe. Das ist eine Szene, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde, als ich meinen ersten Hermannslauf gelaufen bin. Und man hat immer nur die Lemmershagener Treppe im Blick. Und naja, und dann läuft man hier um die Ecke und nach 26 Kilometern, Freunde, kommt da nochmal eine Treppe. Und ich habe gedacht, ich drehe durch. Und das ist wirklich dann anstrengend. Das bringt einen nochmal komplett aus dem Rhythmus, diese Treppe hier hoch. Und dann ist dieser Berg, der hier jetzt folgt, ja, der ist richtig steil. Und der ist, also das ist jetzt hier so, also ich finde hier Osningstraße, dieser Abschnitt, ist eine Kombination aus Tönsberg und Lemmershagener Treppen. Und ja, hier habe ich es tatsächlich in meiner gesamten 11 Läufen nur ein einziges Mal geschafft, wirklich komplett hochzulaufen. Ja, und das war halt bei meiner Bestzeit bisher. Und also das ist wirklich eine sehr, sehr anspruchsvolle Stelle und absolut okay, wenn man da hochgeht, weil man nicht mehr kann. Aber danach muss man sagen, hat man wirklich nahezu das Schlimmste geschafft. Ihr seht, es ist natürlich nichtsdestotrotz noch so, dass es auch immer noch bergauf geht. Es geht mal wieder bergrunter, dann wieder ein bisschen bergauf. Also so ein bisschen welliger Lauf. Da muss man auch da wieder sehen, dass man seine Ressourcen so ein bisschen im Griff hält. Aber an für sich, zumindest mit den bösen Highlights, hat man es jetzt im Prinzip geschafft. Das kann man sich nach der Osningstraße auf jeden Fall schon mal ins Gedächtnis rufen. Na, jetzt hier gleich kommt noch mal einmal so eine kurze, knackige Steigung. Jetzt hier diese hier, wo man dann eventuell so ein bisschen Schmerzen verspüren wird. Und es geht dann aber an und für sich bergab. Ja, man kann sich da psychologisch auf jeden Fall mithelfen, dass man sagt, man hat das Schlimmste überstanden. Hallo, ne, man hat nur noch 3 Kilometer zu laufen, in Anführungszeichen. Und das kriegt man schon noch irgendwie hin. Ne? Es geht dabei viel bergab. Und man kriegt so langsam das Gefühl, die Leute, die jetzt hier als Zuschauer stehen, die rufen einem auch oft zu. Es ist nur noch ein bisschen, es ist nur noch 1 Kilometer. Da stimmt natürlich immer alles nicht, aber auf jeden Fall rufen einem die Zuschauer ja schon zu, dass man es nahezu geschafft hat. Und das baut schon auf. Auch hier nochmal eine inoffizielle Station von Caroline. Gibt es auch lecker Isodrink, kann man sich auch noch wegziehen. Das ist jetzt mehr so eine Sache. Ich sag mal so, wenn ich hier, das ist für mich auch mal so ein Eingeständnis, wenn ich an der Verpflegungsstation noch ein Getränk mitnehme, dann bin ich wirklich im Arsch.
ne, so, weil dann heißt es so, die letzten 3 Kilometer, die schaffe ich jetzt nicht mehr, ohne dass ich mir noch irgendwas reinpfeife. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Wenn ich gut unterwegs bin bei guten Hermannsläufen, dann brauche ich die Station nicht mehr. Ne? Dann sage ich mir, komm, die letzten 3 Kilometer, die sitzt jetzt auf einer Arschbacke ab, das kriegst du schon hin. Ne, so, und daran, das ist so auch meine persönliche Performance-Messung. Aber letzten Endes ist das jetzt hier ein schönes Laufen. Man kann sich so langsam aufs Ziel vorbereiten. Man biegt jetzt hier ab auf die letzten Kilometer, auf die Promenade. Hier sind es dann auch langsam immer mehr Zuschauer. Und ja, falls einer fragt, warum ich hier so oft überholt wurde, hier hatte ich bereits Muskelkater in beiden Beinen, ich glaube so ziemlich an allen Muskeln, und war nur noch im reinen Überlebensmodus. Ja, deswegen musste ich hier nur noch sehen, dass ich irgendwie ankomme. Und ja, man kann das hier aber wirklich genießen normalerweise. Vor allen Dingen jetzt gleich biegt man so leicht um eine Kurve ab. Und dann kann man am Horizont den Zielaufbau sehen. Und das ist richtig geil. Es geht leicht bergab. Man läuft in diesen Zielkanal rein und der ist so ungefähr, keine Ahnung, insgesamt ist der noch fast einen Kilometer von oben an, wenn man die ganze Promenade nimmt. Aber jetzt so hier, dieser Abschnitt hier, das sind dann noch so 600 Meter oder sowas, ne? Wo man dann wirklich, wo die Zuschauer sind, wo Musik gespielt wird, wo der Ansager was sagt und wo man einfach nur noch mal genießen kann. Man ist sich bewusst, wenn man hier an dieser Stelle ist, dass man es im Prinzip geschafft hat und es einfach nur noch für sich selber jetzt genießen kann. Da kann man schnell laufen, da kann man langsam laufen. Manche Leute haben dann da noch ihre Kinder, nehmen dann noch schnell ein Kind auf den Arm, hoffentlich ihr eigenes. Und solche Dinger. Ne? So, also da kann man es einfach genießen. Man hat es geschafft. 31 Kilometer liegen gleich hinter dir und das ist schon ziemlich cool. Ne? So, dazu eben dann die Musik und so weiter. Das macht schon richtig Spaß und das ist dann der Moment, wo man sich wirklich denkt, jawohl, die ganzen Strapazen, die ganzen Schmerzen haben sich irgendwo, gelohnt, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall hat man es geschafft, man kommt durchs Ziel und man hat jeden Grund zu feiern. Ihr seht dann ja hier auch, hier stehen noch eine Menge Sanitäter, das kommt jetzt immer so ein bisschen aufs Wetter an. Also es ist tatsächlich so, sehr, sehr viele, wenn jetzt das Wetter hart ist, also jetzt so Konditionen mit starker Sonne und so weiter, dass die hier auch allerhand zu tun haben, dass da sehr, sehr viele Läufer wirklich mit letzter Kraft ins Ziel gekommen sind und dann praktisch direkt danach vom Sanitäter ins entsprechende Sanitätszelt geschleppt werden müssen. Das ist also manchmal schon richtig heftig, weil das geht schon an die Substanz, das muss man ganz klar sagen. So, dann gibt es hier die Medaille, auf die man jetzt so lange hingearbeitet hat. Und dann kommt man durch das Zelt, da kann man sich jetzt hier so ein bisschen, ich sag mal, diese paar Meter, da kann man sich einfach nur entspannen, kann den Puls runterkriegen, kann sich einfach freuen, dass man angekommen ist. Und dann wird man praktisch durch die Gitter zu den Versorgungszelten geleitet. In diesem Jahr steht jetzt nur ein Zelt, das reicht ja. Und hier gibt's richtig lecker Essen, Freunde. Hier gibt es Obst en masse, ja, Würstchen, Getränke, alles, was das Sportlerherz begehrt. Und ihr seht auch hier, wie viele freiwillige Helfer, was hier alles gestemmt wird. Wahnsinn. Und danach kann man dann weitergehen, kann sich seinen Startbeutel wieder abholen mit seinen privaten Sachen, dass man auch irgendwie wieder nach Hause kommt und so weiter, um sich dann ja eventuell aufs Sofa, in die Badewanne oder sonst irgendwas zu begeben und einfach nur den Tag zu Ende gehen zu lassen. Ja, und das ist er gewesen, der Hermannslauf. 31 Kilometer durch den Teutoburger Wald mit über 500 Höhenmetern und hast du nicht gesehen, über Stock und Stein, ihr habt ja gesehen, was da alles so los ist, mit normalerweise 7000 Startern und eigentlich auch unzähligen Zuschauern. Und es macht auf jeden Fall einen Riesenspaß, diese Veranstaltung mitzumachen. An der Stelle möchte ich auch erstmal noch jetzt hier an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, ein herzliches Dankeschön zuerst natürlich an den Veranstalter, das ist der TSV EB Bielefeld, der Sportverein praktisch in Bielefeld, der den Hermannslauf veranstaltet, und an dieses Organisationsteam, das ist der absolute Wahnsinn, Leute. Ich habe den jetzt ja, wie ich schon sagte, zum 11. Mal mitgemacht und ich habe noch nicht einmal erlebt, dass irgendwas nicht funktioniert hätte. Es ist der absolute Wahnsinn. Dieses Jahr war es ja ein bisschen ausnahmemäßig mit diesem ganzen Corona-Kram und trotzdem, ja, dadurch, dass das erste Mal, das war diesmal vollkommen anders, mit ganz anderen Abfahrbereichen, ganz andere Prozesse, die Startgruppen waren anders aufgeteilt, hat alles genauso funktioniert, als würden die das immer so machen. Und das ist wirklich erstklassig. Ja? Also wenn so manche Firmen arbeiten würden, die da Geld für kriegen, ja, dann hätten wir keine Probleme mehr, Leute. Ne? Also das ist schon wirklich der absolute Wahnsinn. Und dafür muss man schon Daumen hoch vergeben, dass das immer so wunderbar klappt. Natürlich auch ein Dankeschön an diese zahllosen Helfer, die da mitmachen. Ihr habt es gesehen an den Versorgungspunkten, was da so los ist, wie viele Leute da stehen, die sich drum kümmern müssen, die Becher hinstellen, auffüllen, rausreißen.
Streichen, im Hintergrund aufräumen und so weiter, das Ganze aufbauen, später wieder abbauen, den ganzen Müll da wieder einzusortieren, ne? Weil die meisten schmeißen dann ja die Becher so, ne? Und absoluter Wahnsinn, dass das immer funktioniert und auch da ein herzliches Dankeschön, dass da immer die Leute bereit sind, sich zu engagieren und da mitzumachen. Das ist schon wirklich, wirklich klasse. Und ganz wichtig natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an diese zahllosen Zuschauer, die normalerweise an der Strecke stehen, was ich meinte zu Eingang. Dieses Mal waren es nur so grob ein Drittel oder ein Viertel der Zuschauer, die man normalerweise an der Strecke sieht. Aber das tut natürlich der Stimmung an vielen Stellen auch keinen Abbruch. Aber ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das ist. Ich kann euch das sagen aus Sicht eines Läufers, wie wichtig das ist, wenn Zuschauer dastehen, wenn die rasseln, wenn die trommeln, wenn die jubeln, wenn die schreien. Das macht unglaublich Spaß. Das gibt einem immer wieder einen Schub. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich der Bereich in Oerlinghausen. Wenn man um diese steile Kurve drumherum kommt und praktisch auf diese Zwischenzielzeitnahme zuläuft, das ist als Läufer eine absolute Gänsehautstimmung. Ja, da steht normalerweise noch eine Trommelband, die war jetzt dieses Jahr leider nicht da. Das ist Wahnsinn. Ne? Wenn man da durchläuft, also durch Gesamt-Oerlinghausen laufe ich pauschal immer viel zu schnell für meinen normalen Schnitt, weil man einfach so aufgepusht ist. Ja? Weil das einfach so, in Anführungszeichen, so geil ist, da so durchzulaufen durch diese vielen, vielen Zuschauer. Und auch an den anderen Stellen, wo es dann immer die Hotspots gibt, wo die Zuschauer sind. Ich kann es euch sagen, es ist unglaublich wichtig für uns Läufer, gerade für die, natürlich auch für die Vorderen. Es ist ja auch häufig so, die Vorderen werden angefeuert, yay, ne, der Erste kommt vorbei, yay, yeah, der Dritte und so, ne, da sind alle noch am Jubeln und dann fahren sie nach Hause. Aber Leute, gerade die, die in der letzten Startgruppe sind und gerade die, wenn die nach 20 Kilometern, 25 Kilometer, die Leute müssen am meisten angefeuert werden, weil man in der Regel am Ende ist. Der Körper hat schon meistens schon lange aufgegeben und das Einzige, was einen noch bringt, weiterzumachen, das ist eigentlich nur noch der Wille. Das ist nur noch der Wille, weiterzukommen und ans Ziel zu kommen. Der Körper hat schon lange keinen Bock mehr. Und dann sind es die Zuschauer wie ihr, die dann jubeln, die machen, die einen praktisch die Kraft geben, weiterzumachen. Ja, auch wenn es keine physische Kraft ist, aber diese mentale Kraft, die man tanken kann als Läufer dadurch. Und das ist so, viele werden das bestätigen können, die schon mal den Hermannslauf mitgemacht haben. Die letzten 5 Kilometer, würde ich mal sagen, kommt ein bisschen auf den Trainingsstand an, aber so die letzten 5 Kilometer sind häufig tatsächlich nur noch mentale Kraft, die einen weiterleitet und nicht mehr die Reserve des Körpers, die ist nämlich schon lange aufgebraucht. Das kann ich sagen. So, also das, wie gesagt, das sind so die Danksagungen, die ich mal loswerden wollte. Ansonsten hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat vom Zusammenschnitt so halbwegs. Gerne schreibt es in die Kommentare, wenn es irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Vielleicht kann ich ja, wenn ich mal noch so verrückt bin, nochmal ein neues Video machen mit einem vollen Hermannslauf. Ne? Vielleicht dann wieder aus einer anderen Startgruppe, wenn ich wieder ein bisschen besser trainiert bin, dass man mal so das mit einer vollen Publikumsmenge vor allem mal mitnimmt. Ich muss da nur so ein bisschen gucken, wie ich das mit dem Copyright-Problem hinkriege, eben mit der Musik an der Strecke, weil das ist natürlich auch das, was in einem Video jetzt auch schwierig rüberzubringen ist. Die Stimmung letzten Endes, wenn du dann auch keinen Ton hast und nicht live dabei warst, kannst du das auch nicht so richtig nachvollziehen. Aber ich kann euch sagen, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Hermannslauf, zum Video, zum sonst irgendwas, schreibt das einfach in die Kommentare. Da können wir die mit Sicherheit beantworten. Und an der Stelle würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder oder sogar beim Hermannslauf. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.